Hallo, mein Name ist Herbert Brandstätter. Ich möchte euch heute unsere Hörmann-Haus-Eingangstüre vorstellen. Hier haben wir verbaut eine Thermosafe-Eingangstüre im Standard schon mit RC3 ausgestattet. In gewissen Ausführungen ist auch RC4 möglich. Diese Türe ist ausgestattet ebenfalls mit einem A-Öffner. A-Öffner bedeutet, dass diese Türe elektrisch geöffnet wird. Die Bedienung, wie geöffnet wird, ist variabel. Dies kann sein von innen über eine Sprechstelle, über eine Funkfernbedienung, über eine Handy-App, über Grundtaster oder wie hier verbaut, den Hörmann-Fingerleser. Dieser Fingerleser zum Beispiel hat 150 Speichermöglichkeiten. Das heißt, ich könnte maximal 150 Personen Zutritt zu meinem Haus gewähren. Der Finger wird eingelernt. Der eingelernte Finger wird über die Leseeinheit geführt. Und wenn diese Auswertung positiv ist, habe ich Zugang zum Haus. Wir haben nun ganz bequem die Türe elektrisch geöffnet. Verschlossen werden unsere Türen immer mechanisch. Wir haben hier bei den Schließfallen einen Mechanismus, der die Schließfallen nochmals herausführt und diese verriegelt. Die Türe ist nun versicherungstechnisch verschlossen. Geöffnet wird ganz bequem über den Innendrücker, über den Fingerleser hier, oder über das Zylinderschloss. Bei geöffneter Türe sehen wir hier noch einiges an Technik verbaut. Wir haben hier unten einmal unseren Kabelübergang, um den Strom von der Zarge in das Türrohr zu bekommen. Den Funkempfänger oder der Bluetooth-Empfänger für die Handybedienung. Und hier auch zu sehen die innenliegenden Bänder. Normalerweise der Standard wäre aufgesetzte Bänder, die innen immer an der Türe sichtbar sind. Hier in diesem Fall sind die Bänder in die Zarge integriert. Somit hat man von außen und von innen ein gleichmäßiges Bild.